Rush ist ein total cooler Modus. Total Rush ist das neue Event und wir schauen uns jetzt an, ja, wir zwei, wie wir diese Rush-Aufgaben gemeinsam schneller abschließen können. Da gibt es einige Punkte zu beachten und wenn jeder das macht, dann geht es für alle ein Stück weit schneller und die Community wird ein besserer Ort. Wir haben Total Rush Event Start, sehr, sehr krasses Event-Team. Auch bei den SBCs gönnt ihr, schauen wir uns alles im Laufe dieses Videos an und am Ende habe ich für alle Rush-Begeisterten noch eine tolle Überraschung. Servus, grüße und hallo Freunde. Ja, Total Rush, Rush ist der Modus der FC 25 eigentlich ja so am Leben hält, der dem Ganzen neues Leben eingehaucht hat. Letztes Jahr waren es die Evolutions, dieses Jahr ist es Rush, aber Freud und Leid ist sehr, sehr nah beieinander. Ich muss sagen, wenn ich mit meinen Mates spiele, aus meiner Community, meine Mods etc., da macht es mega Spaß, jeder macht das, was er soll. Und daher ist es ein schöner Modus. Wenn ich allerdings in den Random-Modus reingehe, dann verliere ich extrem viele Nerven und ganz schnell die Freude daran. Wenn es dir auch so geht, gerne mal Video liken. Das hilft mir außerdem, weiterhin dran zu bleiben, diesen Content hier für euch aufzubereiten. Okay, EA hat heute Total Rush Takeover gebracht. Du bekommst für spiele eine Rush Flash Event, Tempo runter von 12. bis 15. Oktober und so weiter. Also du kannst hier sehr, sehr viele, du musst halt eventbezogen spielen, aber sehr, sehr viele Erfahrungspunkte auch noch sammeln, wenn du das jetzt noch brauchst. Ein paar sind mit Adama schon durch, bereite 15 Rush-Partien vor, Tore vor. Ja, Tore vorbereiten, ihr müsst den Ball passen. Dann bereite 30 Tore vor, 30 Mal den Ball passen, das wird für viele schon eine Herausforderung. 90.000 Rush-Punkte, 120 Rush-Punkte und du bekommst für alles Teilbelohnungen, Player-Picks, Saisonpunkte und am Ende gibt es dann die Ito. Und jetzt habe ich was vorbereitet. Okay, bitte, stimmt's mir? Also das wird jetzt so ein Vertrag zwischen uns beiden jetzt hier, ne? Oder vielleicht schaust du das Video auch mit deiner Familie, weiß ich nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Drei goldene Rush-Regeln und eine Bonus-Regel. Regel Nummer 1. Keiner klemmt mehr den Controller ein. Das raubt den Spielspaß für alle und auch für dich selber. Du nimmst, geh lieber raus, geh in ein nächstes Spiel rein, dann können die Mates, die du im Team hattest, zumindest mit der CPU spielen. Und du sparst auch eine Menge Zeit, weil wenn du verlierst oder der Controller und dein Rating sehr, sehr, sehr niedrig ist, kriegst du eh kaum Punkte. Also die meisten Punkte kriegst du, wenn du das Spiel gewinnst und natürlich zu Ende spielst. Nummer 2, pass den Ball. Es ist kein Individualsport-Rush. Wenn du für dich alleine spielen willst, dann spiel einfach Weekend League, spiel Rivals, spiel Freundschaftsspiele, spiel Squad Battles. Aber Rush ist ein Viererteam und dein Team braucht dich. Ich brauche dich. Spiel den Ball zu einem besser Postierten. Ja, oder mach einfach die Kugel vorne rein, dann beschwert sich auch keiner. Aber bitte, spiel wie ein Teammate. Spiel so, wie du gerne mit Teammates spielen möchtest. Drittens, Spaß haben. Ganz, ganz wichtig. Bei den zwei Regeln hast du automatisch Spaß. Und Regel Nummer 3 wäre einfach nochmal zusätzlich noch Spaß haben mit den Mates. Und Nummer 4, mach die Boni-Aufgaben. Du kannst vorher mal auswählen, welche Nation, welche Evolution damit rein. Also du kriegst immer 5 Aufgaben gestellt. Und wenn ihr das als Team macht, bekommt ihr alle auch noch mehr Punkte. Also 4 super simple Regeln. Und bitte, überlegt euch, denkt euch rein. Wenn 3 Leute nach vorne laufen, dann muss sich einer fürs Team dann auch im Endeffekt einmal defensiv ein bisschen orientieren und dann einfach diese Punkte beachten und Rush wird ein viel, viel besserer Ort und ich verspreche dir, wenn du bis zum Ende dran bleibst, habe ich noch eine Überraschung für dich, die dir Rush definitiv Spielspaß Level 200 schraubt. Bin ich voll überzeugt. Was kam noch heute? Welttour, saisonal, ja, Wochenaufgaben, Parejo kam eher spielbar, Parejo sowieso, die Karte hat man die letzten Jahre immer wieder gezogen, schaut okay aus, kann vielleicht irgendwann auch mal in Evolution mit reinpassen, passt. Tipp Nummer 1 heute, Squad Battles, auf PS4 gespielt, 26.000 Punkte, ich weiß zwar nicht, ob es für Elite diesmal reicht, weil ich glaube, das machen jetzt aktuell mehr, weil 24.000 Punkte schon bei Elite 1, aber normalerweise auf PS5 habe ich immer so 20.000 Punkte geschafft und musste mega reinölen. PS4 Gameplay auf der PS5, super einfach. Wenn es nur um die Rewards geht, gönnt euch gerne diese Abkürzung dann mit mit der PS4 Version. Dann Season Pass Management Aufgaben hat EA mehrere XP zusätzlich gegeben, also normal waren es immer 300 pro Punkt, jetzt sind es 500, hey, diese drei Punkte, 1500 Punkte könnt ihr auf eine Minute machen. Karriere starten, Trainingsplan festlegen, Teamformation ändern und einfach einen Coach verpflichten. Fertig und 5 Spiele
macht die Zeit auf 3 Minuten runter, setzt die Schwierigkeit auf den Neuling, lasst es durchlaufen, habt ihr es auch. Bei Profikarriere ist es ähnlich, geht es zumindest rein, ja, schließt 5 Aktivitäten auf, baut zum Pool oder keine Ahnung und dann gebt ihr euch noch einen Playstyle. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr auch nochmal 600 oben drauf. Also 2100 für einen Aufwand, keine Ahnung, 5 Minuten. Ja, wer noch die Spiele macht, hat dann natürlich noch mehr. Dann heutiger Content, Evolution kam auch. Gestern haben sie ein bisschen ausgebremst, was ich sehr, sehr schade fand. Sie haben nämlich die Voraussetzung gemacht, dass man nur noch seltene Karten reingeben kann. Das führt vielleicht ein Stück weit dazu, dass wir die Ketten-Evolutions, die das Ganze sehr interessant machen, nicht mehr so krass nutzen können. Wenn die Evolution an sich cool ist, dann sagt man da nichts. Aber mit der heutigen Evolution kann ich noch nicht viel anfangen. Ich habe jetzt auch keine wirklichen Kombinationen gefunden auf die Schnelle. Vielleicht ein kleiner Tipp von euch, dass ich mir das mal anschaue. Dann können wir es morgen ab 8.30 Uhr im Live besprechen, nochmal, was Evolution technisch da geht. Da würde ich auch dann morgen nochmal ein Short dazu machen, wenn ich die Kombinationen gesehen habe. Dann kam heute Mallory Swanson, 5 Sterne schwacher Fuß. Wer sie schon mal gespielt hat, die Goldkarte, weiß, dass sie ein tolles Player-Model hat. Hat auch das Raketchen, was immer noch nicht ganz so komplett geschwächt ist, wie viele behauptet haben. Ich habe den Eindruck, der Sprintboost funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut, wenn man eben weiß, wann man einsetzt und ein wunderschönes Design. Die Karte muss ich haben. Ja, morgen. Finesse hat sie. Finesse soll sehr, sehr krass sein, genauso wie Trivela aktuell. Und das würde natürlich, wenn man sie irgendwie linken kann, super passen. 5 SPCs, ja, auch ein 87er Team. Aber für 300, ich glaube 300.000 kostet sie. Moment, ich schaue mal schnell. Morgan kostet 320.000 und Swanson 216. Kann man ja dann auch miteinander linken. Schaut mal bitte eure Vereine durch, ob ihr irgendwo einen Amerika-Manager rumliegen habt. Die könnten jetzt eskaliert sein vom Preis. Dann kam noch eine Challenge, ja, Total Rush Challenge, gemischtes Profi-Pack, ja, Top-Partien, habe ich morgen einiges zu erledigen. Sehr, sehr cool. Und jetzt schauen wir uns noch kurz das Team an, weil bevor wir zur Überraschung kommen, oder was ist Überraschung? Team ist Mbappé bei 8 Millionen. Dann CR7 2,2, Griezmann 1 Million, Mata schon runter, könnte dann bald auch für die Fahrliste werden, die Jung Extinct, Trent kann ZDM, was sehr sehr cool ist, die Bruyne 2 Millionen, Williamson auch bald für die Fahrliste, Azpilicueta auch bald für die Fahrliste, Juranovic kam jetzt schon auf die Fahrliste mit dem Chemistry Style und die beiden, Thierry, Abileira und Svava, kann man definitiv auch ziemlich bald auf die Fahrliste draufpacken, ne, das mal im Auge behalten. Team of the Week 4, bin ich am Sonntag mal gespannt, wo Saka steht. Möchte ich vielleicht ein bisschen ein paar Tage flippen. Schon mal so weg vom Bling. Road to Knockouts, Invests haben wir getätigt. Sind bei mir alle drin. Ich habe mir Gusto mitgenommen, ich habe mir Brand mitgenommen und ich habe mir alles unter 40k mitgenommen, was es hier so gibt. Ja, mal schauen, wie es wird. Team Nummer 1 hat super funktioniert. Gehe davon aus, dass es bei Team Nummer 2 auch toll sein wird. Und ja, und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt für mich, den habe ich euch im Laufe der Woche versprochen und ich habe mich auch daran gehalten. Ich möchte, dass die Community ein besserer Ort ist. Wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann freut mich das umso mehr. Ich habe deswegen für euch, für alle, für jeden, egal ob du jetzt hier Kanalmitglied bist, ob du Sub bist, ob du über den Patreon reinjoinst, vollkommen egal, du wirst diesen Kanal hier sehen. Ich habe ihn eingerichtet für Rush-Teams. Du kannst hier frei reinjoinen, kannst du dann deine Teammates raussuchen, ihr könnt Teams bilden und könnt den Rush-Modus gemeinsam zocken. Ich habe es aber hier nochmal geschrieben, mir persönlich wäre es ganz wichtig. Controller einklemmen, nein. Wenn ich das sehe, perma. Ball passen, ja, bitte. Kann nicht beeinflussen, dann macht es einfach mal viel mehr Spaß. Bonusaufgaben abschließen und macht es gern coole Teams. Und findet vielleicht auch den einen oder anderen Weggefährten, der euch das ganze FC 25 noch viel, viel schöner gestalten kann. Euch, ja, ich meine, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, einen Community-Ansatz zu haben. Und hier ist die Möglichkeit. Ihr könnt es reinschauen, den Link ist im ersten Kommentar angepinnt. Geht es da gerne dann drauf. Ja, der Kanal heißt Rush Teams. Es sind auch Free-Trading-Tipps auch wieder drauf auf dem Discord für heute, wer das noch haben möchte, also wer Coins braucht. Alles da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Anschauen. Habt viel Spaß in Rush. Heute mal ein etwas anderes Video. Morgen gehen wir dann wieder ins Trading ein bisschen rein. So Mittag rum habe ich was vorbereitet. Also habt einen schönen Abend und ja, tolles Länderspiel wünsche ich. Peace out. Hashtag 14 wäre noch cool.